Starach und der Sänger Lukas Sapio gleich in der Aral Schmidtschuh. Und Band, meine Damen und Herren, Schauspielerfestival. Heute in unserer bescheidenen Hütte. Mein heutiger Gast, ein erstklassiger Schauspieler, in zahlreichen unterschiedlichsten Rollen brilliert in Funk, Film und Fernsehen und auf der Bühne des Theaters, wo die wahren Wurzeln unseres Berufes liegen. Herzlich willkommen, Jürgen Tarrach! Wir haben nachgeschaut, du bist heute, glaube ich, zum 9. Mal zu Gast. Nein. Ja. Tatsächlich, beim 9. Mal zu Gast. Fast ein Jubiläum. Fast ein Jubiläum in allen Phasen, in allen Sendern. Wie nennt ihr das? Immer ein gern gesehener Gast gewesen. Danke. Ja. Wie nennt ihr das 10-Jährige? Also wenn man 10-mal da war, das Jubiläum, ist das da gibt's wahrscheinlich die Petersil-Hochzeit? Oder das eiserne Mikrofon oder so. Ja. Gibt's dann. Also, ja. Man muss ja Steigerungsmöglichkeiten haben. Ja, natürlich. Aber 9-mal und ich freue mich sehr, denn ich höre, du kehrst wieder zurück sozusagen zu deinen Wurzeln. Unter anderem, du gehst wieder auf die große, die größte Bühne, die man sich überhaupt vorstellen kann. Salzburg. Salzburg. Ja. Ja, Salzburg ist natürlich sehr verlockend, weil es gibt, glaube ich, die meisten Haubenköche im Salzburger Land. Unglaublich. Ja. Die kochen sehr gut da. Ja. Und in Österreich ist man so ein bisschen ein Schauspieler, wie man sich das, wenn man noch kein Schauspieler ist, vorstellt, wie man mit Schauspielern umgeht. Ist es noch so in Österreich? Ja. Zum Beispiel? Ja, man ist Tagesgespräch, also ja. Wenn man jedermann mitspielt, oder sagen wir mal, das ist also landesweit ein Politikum, wer die Bullschaft spielt, obwohl das eine ganz kleine Rolle ist. Und man wird einfach hofiert, also man ist noch wer. Man wohnt ganz toll in Salzburg selber oder in einem Haus im Salzkammergut? Im Salzkammergut, in einem Dichterhaus zum Beispiel. Mit einem Cabrio 2 Stunden vor Beginn der Vorstellung in die Stadt hinein, im Schritttempo. Die Sonne lacht. Ja, weil endlich der berühmte Schnürlregen ist. Ja, gerne, verfangt sich da gern. Dann vielleicht noch ein Achterl. Ja, und hinterher natürlich mit den Maschmeyers. Ab in den Partykeller. Auf du und du, genau. Oh, völlig neue Besetzung beim Jedermann. Wen spielst du? Den Mammon. Das Geld, das Schnöde. Das ist natürlich eine große Aufgabe heutzutage. Ja, Bankenkrise und da kann man natürlich viel reinlegen. Kommst du auch aus einer Kiste raus? Weil ich habe mehrfach so gesehen, der kommt immer aus einer Kiste. Ja, ich weiß nicht, das machen also ein angloamerikanisches Regieduo inszeniert und die haben so eine Revue sehr erfolgreich gemacht, kommen aus New York und machen da sehr erfolgreich Theater und Fernsehserien und so. Und ich glaube, die machen richtig was los. Also ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es wird so eine Riesenfigur aufgeblasen, die dann zerplatzt und aus der entsteige ich dann. Also ein Auftritt. Hallo. Und dann so ein bisschen 20er Jahre. Ja. Ja, also Sie sagen es ein bisschen verschmitzt, wir machen es wie der Max Reinhardt. Der war glaube ich, der Erste, der es ja, genau, der hat es mit dem Hugo von Hofmannsthal auf den Weg gebracht. Das, ich habe es noch gesehen mit Kurt Jürgens. Und Zenta Berger als Bullschaft. Wahnsinn. Gibt ja diese berühmte Aufführung, die habe ich im Fernsehen mal gesehen mit... da hat der Ernst Schröder den Mammon gespielt. Na, unvergessen. Ja, und ein Wachs. Also Mammon, als ich es gesehen habe, Fritz Mull, ja. Ah, no. Ja. Der Mull, ja. Und 20er Jahre, du hast die Überleitung schon gesagt, wunderbar. Das ist auch das Thema des Films, in dem wir dich jetzt in der ARD sehen dürfen. Ja, also Ende der, also eigentlich 1932, der Übergang sozusagen zur Macht, der Vorabend der Macht, sogenannten Machtergreifung Hitlers. Ganz schön gemacht, sehr, sehr schön gemacht, sehr gut gemacht. Und du hast eine tolle Rolle, ein Nachtclubbesitzer? Ja, ich bin ein Ballhausbesitzer, sozusagen das Berghain von damals. Ja. Ah, verstehe. Also geht's hoch her. Ja. Damals schon, ja. Drogen. Und so weiter. Und ich spiele, also die Rolle ist natürlich stellvertretend für die jüdische Bohème. Ja. Und der Autor hat da sehr viel reingelegt. Es ist ein jüdischer, homosexueller Transvestit. Ui, mehr geht ja gar nicht. Nein. Nein. Also, das ist... Aber ich habe das ganz wichtig mit Würde. Also mit Würde muss man sowas spielen. Und das ist eine sehr absolut.
Begegnung mit Anna Loos, die, glaube ich, die weibliche Hauptrolle spielt. Ja, in dem und Film. Jan Josef, die männliche. Ja, und das ist das Tolle. Sie beiden sind privat ein Paar und sie spielen da auch ein Paar. Oder? Ja. Sie werden ein Paar in diesem Film. Ja. Sie werden wirklich sehr. Also, schau mal rein jetzt. Ausschnitt, bitte schön. Jürgen Tarrach. Also, man ahnt schon. Man weiß natürlich auch, wie die Geschichte weitergeht. Wann läuft der Film? Nächsten Mittwoch, ARD, 20.15 Uhr. Das ist eigentlich dieser. Der Filmmittwoch. Ja, genau, der Filmmittwoch. Das ist immer. Das steht wirklich für eine gewisse Qualität. Ja. Man kann da immer reinschauen, wird eigentlich nie enttäuscht. Wie heißt der Film? Himmel über Berlin. Nacht über Berlin, ja, Nacht der über Reichstagsbrand. Ja. Ja. Reichstagsbrand. Ja. Ach, das ist praktisch das Hauptthema, der Reichstagsbrand oder der Aufhänger. Darauf läuft es dann hin. Also das ist der Punkt dann, wo sozusagen die Schlinge immer enger gezogen wird und die Diktatur beginnt. Und habe ich das richtig gelesen? Du warst jetzt zum ersten Mal auf Theatertournee? Stimmt, in deiner langen Laufbahn? Ja. Wie viele Städte? Es waren nicht so ganz, also 33 oder sowas. Aber es reicht. Ja, oder? Es reicht. Also herrlich. Ich meine, also ich habe erst gedacht, schrecklich. Also ich bin sozusagen eingesprungen. Ich hatte aber wunderbare Kollegen, Günther Maria Halmer und Michaela May. Ja. Und wir haben uns sehr nett gemacht. Aber man kommt schon, also manche Städte, da kannte ich den Namen nicht mal. Ja. Ich habe es immer so ein bisschen, es hört sich despektierlich an, aber ich habe es immer ein bisschen genannt, Deutschland von hinten. Ja, ja. Nein, ich meine das nicht so. Also es gibt dann Deutschland von vorne, ist meinetwegen Berlin, die Berliner Bühne, Politiker. Und Deutschland von hinten ist das, was keiner so kennt. Aber das ist eigentlich dieses Gebiet, das das Land trägt, ja? Die Maschine am Laufen hält. Es war herrlich. Also Leute haben sich gefreut. Und das sind dann immer so Stadthallen, Mehrzweckhallen? Ja, ja. Aber erstaunlich, also viele Gymnasien, wo es Aula heißt, ist ein richtiges Theater mit allem Shishi. Also es hat großen Spaß gemacht. Wir haben mal sehr gut gegessen. Der Günther ist auch Gourmet und saß immer mit dem Michelin-Führer im Bus und hat gesagt, Kinder, heute Abend gehen wir in zu. Wirklich? Ja. Und das habt ihr noch nach der Vorstellung gegessen? Nee, meistens mittags. Nach der Vorstellung weiß es sicher in der deutschen Provinz um 22 Uhr Chiuso. Ja. Aber viele Hotels waren sehr nett und haben uns dann noch was bereitgestellt. Wenn man sich vorher schon entscheidet. Wenn man, ja, genau. Wenn man um 15 Uhr weiß, was man abends was will. Was abends essen will. Nur in deiner Heimat war es einmal, musste ich sagen, sehr ungast. Ja, in deiner Heimat. In Schwaben? Im Schwabenländle. Wo? Ich verrate den Namen nicht. Aber die hatten so eine ganz tolle Brasserie, die stand auch im Michelin. Wie praktisch. Wir gehen nach der Vorstellung in die Brasserie. Was ein typischer Name ist für Baden-Württemberg. In die Brasserie. Ja. Aber die hatten geschlossene Gesellschaft. Ach, das tut mir leid. Ja. Und dann haben sie gesagt, wir können auch im Frühstücksraum uns hinsetzen, ein Bierchen und noch was Kaltes, kalte Platte, irgendwas, was abfällt sozusagen von der geschlossenen Gesellschaft. Na, das geht nicht. Sie waren sehr unfreundlich. Und dann haben wir die Chefin am anderen Tag zur Rede gestellt und dann meinte sie nur, ja, ich weiß, das ist schlecht für die Gäste, aber gut fürs Geschäft. Ja, toll, oder? Ja, da tut sich vieles. Wenn du sagst Brasserie, ich habe gesehen, da war früher eine Metzgerei im Nachbarort. Ja, ja? Ja, und das ist jetzt irgendwie so ein Bistro und heißt Butcher Lounge. Wirklich, ja. Schlecht für die Gäste, gut für die Gäste. Aber kalte Platte ist eine wunderbare Überleitung, denn das ist alles andere als eine kalte Platte. Eine heiße Platte. Ja. Hier muss ich mir das selber einfallen lassen, bei der ARD kriegst du es geschrieben, so eine Überleitung. Ja? Also solche Sparmaßnahmen hat der Mittler. Ja. Naja, gut. Sind das übrigens alle Sky-Zuschauer, die heute Abend da sind? Nein. Das sind mehr. Ach so. Also hier, ja. Ja, ja. Hast du Sky? Nein. War das ein böser Witz? Nein, überhaupt nicht. Das ist der Standard. Also das heißt jetzt nicht mal Witz, das ist die Wirklichkeit. Aber wir arbeiten dran. Ja? Aber du könntest dich mal auf ein großes Sky-Event einladen lassen. Ich sehe viele Kollegen von dir, die da sind. Und ich denke, hey, was machst du hier? Du, die haben mir ein Abo gegeben. Genau. Ja, ja, ich wollte auch schon. Und dann, ich hätte gern, dann kommt ich hätte ein Techniker. Ein absolute Profis, schließen dir das an und so. Ich habe keine Ahnung, es funktioniert super. Klasse. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Klasse.